Was geht YouTube? Mit der kommenden Erweiterung und den ganzen Änderungen geht es sicherlich vielen Spielern so, dass sie mal wieder in das Spiel reinschauen wollen. Vielleicht habt ihr wegen des eintönigen Grinds, fehlendem Content oder einfach weil ein anderes Spiel rausgekommen ist, aufgehört und wollt jetzt wieder anfangen. Und hier gibt es jetzt für euch alle nötigen Infos. Das heißt, wir schauen uns mal an, was sich in den letzten Monaten im Spiel geändert hat, was jetzt wichtig für die Erweiterung ist und wie ihr das Spiel wieder aufnehmen könnt, um trotzdem ganz oben mit dabei zu sein. Denn der große Vorteil der neuen Erweiterung ist, dass alle Spieler eine Art Reset erhalten werden und komplett neues Gear brauchen. Sprich, alle müssen leveln, alle müssen farmen und alle sind auf der Reise zum neuen 700er Gearscore. Ihr habt jetzt also den perfekten Zeitpunkt erwischt, in das Endgame von New World nochmal einzusteigen und den kompletten Content mitzuerleben, ohne hinten dran zu sein. Wichtig ist, ich werde nicht auf alle Details der Erweiterung eingehen. Wenn ihr irgendwelche Infos braucht, dann schaut gerne auf meinem Kanal. Ich habe zu fast allem schon ein neues Video gemacht, wo ihr nochmal Details dazu bekommt und auf dem besten Stand sein solltet. Fangen wir mal mit einem Thema an, was sich für viele damals sicherlich eher als semi-schöne Erfahrung dargestellt hatte. Der Levelprozess. Ich weiß noch, wie ich nach Launch stundenlang Townbot-Quests gelaufen bin zwischen Everfall, Windsward und Königsfels, um die beste XP zu erhalten, da die Hauptstory dafür nicht wirklich gemacht war. Die Wege zwischen den Quests waren extrem schlecht und die XP hatte auch nicht gereicht. Mittlerweile hat sich da aber einiges geändert. Der Levelprozess wurde komplett überarbeitet. Es ist jetzt schon sehr angenehm und es macht echt Spaß, bis zum Beispiel 40 plus zu leveln. Die Questwege wurden überarbeitet, sodass man nicht mehr doppelt und dreifach läuft. Ressourcen sind außerdem auf dem Weg so platziert, dass man echt viel Loot bekommt am Start und die Quests sind auch abwechslungsreicher gestaltet. Mit der neuen Erweiterung wird dazu auch noch die komplette Questline ab der tiefen Schlucht und in Edenhain überarbeitet. Das bedeutet, auch von 54 an wird es jetzt nochmal deutlich besser und das sorgt dafür, dass man dann wirklich ein vollkommeneres Levelerlebnis hat. Die Schwefelsandwüste wurde mit der ersten größeren Erweiterung ja ebenfalls noch reingebracht und bringt noch eine weitere Questline mit sich, die man so bis 60 gut erledigen kann. Man kann dort Glyphen sammeln und auch Gear bis 615 bekommen. Das sollte dann auch ein super Einstieg in Richtung Elysian Wilds sein, beziehungsweise die neue Hauptstory, sodass ihr auf dem besten Weg seid. Falls das Ganze nicht reicht, hat auch noch jede Season an sich eine Questreihe, sodass eigentlich alle gut auf Level 60 kommen sollten. Ich habe schon anfangs Quests auf meinem Main-Charakter nachgeholt und auch einen neuen bereits mal angefangen und war sehr positiv davon überrascht, wie viel Spaß das Leveln gemacht hat. Ich kann euch also nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Und wenn ihr jetzt wieder reinkommt und auf einem 500er Gearscore seid, aber schon Level 60, dann gibt es auch noch weitere Wege an Gear zu kommen. Einerseits könnt ihr natürlich OPR spielen oder Dungeons laufen, dazu aber gleich mehr. Aber wenn ihr wirklich nur einigermaßen solide vorbereitet sein wollt und noch Gold übrig habt, dann könnt ihr auch einfach jetzt günstiges 600er Gear aus dem Auktionshaus kaufen. Der Vorteil hier ist, dass dieses Gear nach dem Update ja nicht mehr runterskaliert wird, sondern einfach auf 600 ist. Ihr spart somit den kompletten Expertise-Prozess, der ja ohnehin mit dem Update wegfällt. Falls ihr aber doch Lust habt auf etwas Questen, dann könnt ihr auch mal mit der Schwefelsandwüste oder der saisonalen Story weitermachen. Die habe ich ja gerade schon erwähnt und die geben euch solides 610er bzw. 615er Gear, mit dem ihr sogar noch etwas besser aufgestellt seid. Gerade in der Season Quest gibt es auch verschiedene Waffen, sodass ihr dann echt eine Auswahl habt. Der eben erwähnte Outpost Rush ist mittlerweile auch serverübergreifend und man kann somit rund um die Uhr eigentlich mit sehr kurzen Wartezeiten in den OPR gehen. Ich muss sagen, das Feature hätte man direkt am Anfang schon gebraucht und macht das Ganze deutlich angenehmer. Es ist also nicht mehr so wichtig, auf welchem Server ihr seid, wie viele Leute da sind. Wenn ihr OPR spielen wollt, dann geht das meistens immer. Die Kisten daraus könnt ihr jetzt auch gut öffnen für Ausrüstung, die ihr aktuell noch braucht. Man kann diese auch noch mit in das nächste Update nehmen, dann sind die Kisten aber auf Level 60 gebunden, sodass ihr nicht einfach das neue 700er Gear daraus bekommt. Es ist also keine Abkürzung, sondern ermöglicht euch, wenn überhaupt, schnell an einen soliden Flegel zu kommen nach dem Update. Es wurde auch schon angekündigt, dass das übergreifende System auch für Arenen und Dungeons kommen wird. Dann wird man auch diese beiden Modi deutlich besser dran sein, was die Gruppenfindung angeht. Aber apropos Dungeons. Mutationen werden auch wieder deutlich zugänglicher. Ihr braucht nicht mehr für jede Mutation ein eigenes Gear und solltet damit auch deutlich besseren Zugang für alle geben. Ich selbst habe über die Zeit oft die Lust verloren, weil mir hier eine Waffe und dort die Rüstung fehlte und das Ganze dann auf der höchsten Stufe spielen zu können, brauchte wieder diese Schattensplitter. Dazu musste man dann irgendwie jedes Gruppenmitglied mehrmals fragen, ob denn wirklich das richtige Gear vorhanden ist und wenn das dann nicht der Fall war und man da vielleicht auch gar nicht so die Ahnung von hatte, was auch vollkommen okay ist, dann stand man da und hat den Dungeon nicht geschafft. Durch die Entfernung der PvE-Boni wird es jetzt
jetzt dann wirklich nur noch ein PvE-Gear geben. Die Mutationen wurden dahingehend übrigens ebenfalls angepasst, sodass man auch nicht überall One-Shot ist und trotzdem auch noch genug Schaden verteilen kann. Seid euch aber bewusst, dass das neue M3 schwerer sein wird als das alte M10. Was ebenfalls noch ganz gut ist, und das ist vielleicht so ein kleiner Zusatz, ist, dass in den Mutationen der Loot jetzt am Ende kommt und man quasi ja in eine kleine Schatzkammer geht, wo dann wirklich viele gute Kisten sind, die man looten kann. Dazu wird auch übrigens der normale Dungeon, also der ohne Mutationen, so gemacht, dass man ihn wirklich einfach durchspielen kann. Das heißt, nach dem Update ist das eine gute Möglichkeit, um an Startergear zu kommen. Und bevor ich es vergesse, Expertise fällt ja komplett weg mit der neuen Saison. Das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht erst die lästigen einzelnen Slots hochspielen und das wird sich auch nicht lohnen, sondern bekommt dann einfach basierend auf den Inhalten, die ihr spielt, den Loot gedroppt. Je schwerer, desto bessere Wahrscheinlichkeiten. Das macht das ganze Gipsum-System auch anders. Denn ihr braucht diese jetzt eigentlich nicht mehr für Gear, sondern nur noch fürs Craften. Das heißt, die Waffen und Rüstungen, die Gipskisten geben, werden mit dem Update nur noch bis ca. 640 Ausrüstungen geben und werden in erster Linie, wie gesagt, für das Crafting relevant sein. Wenn ihr da Infos braucht, schaut gerne mal mein Crafting-Video. Damit geht übrigens auch einher, dass die Named Items, also zum Beispiel von Bossen wie Chardes, ab der kommenden Saison ab 625 droppen werden. Die, die ihr jetzt im Inventar bzw. Lager habt, gehen damit auch automatisch auf 625 hoch, zumindest die allermeisten. Bewahrt euch diese also auf jeden Fall noch auf, denn ihr könnt die entweder nach dem Patch schrotten und auf neue Materialien hoffen oder einfach nutzen, um erstes Equipment für den Start auf 625 zu haben. Es kann sich also wirklich lohnen, wenn man davon ein paar aufgehoben hat. Dem Wunsch, sich individuelle Skins aussuchen zu können und alles zu gestalten, was man anhat und trägt, wurde ebenfalls nachgegangen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt jedem Ausrüstungs- und Waffenteil einen eigenen Skin geben, diese einfärben und euch dadurch ein eigenes Outfit zusammenstellen, das wahrscheinlich niemand anderes genauso tragen wird. Damit ihr Zugriff auf das Menü habt, gibt es in jeder Stadt jetzt einen NPC, der das Transmog-Symbol über dem Kopf trägt. Diesen könnt ihr ansprechen und erhaltet dann das Skin-Menü. Übrigens, ihr könnt diese Skins alle explizit farmen und sobald ihr sie einmal im Inventar hattet, schalten die sich auch in eurem Transmog-Menü frei. Das heißt, ihr braucht die nicht anziehen, ins Lager packen oder ähnliches. Einmal im Inventar aufgehoben, reicht komplett. Um gewünschte Skins dann aber auch freizuschalten, braucht ihr Transmog-Tokens, die ihr einmal pro Woche looten könnt. Entweder aus Mutationskisten oder aus Elite-Kisten in der Open World. Über den Season Pass könnt ihr auch noch weitere erhalten und wenn ihr es nicht aushaltet, natürlich auch über den Shop. Beim Thema Season Pass gibt es jetzt auch noch kurz was zu sagen. Denn mit der Zeit ist das Ganze dazugekommen und ermöglicht saisonalen Fortschritt, bei dem ihr viel Loot freischalten könnt. Es gibt eine Premium-Variante, die man bezahlen muss und einen kostenlosen Track, wo ihr 100 Level an Loot freischalten könnt, ohne einen Cent zahlen zu müssen. Hier hat man also selbst die Wahl und es ist absolut kein Pay-to-Win, sondern bringt vor allem kosmetische Inhalte und ein paar Dinge wie Gold oder Materialien, die einem dann auch noch so weiterhelfen. Mehr Infos und wie die genauen Belohnungen aussehen, könnt ihr in meinem detaillierten Video auf meinem Kanal auch sonst nochmal nachschauen. Ich habe dort alle 100 Level gezeigt und dann könnt ihr selber entscheiden, ob sich das lohnt. Und es hat sich tatsächlich auch etwas am Spielerlebnis geändert. Das heißt, die Entwickler haben es uns Spielern etwas angenehmer gestaltet, indem sie Ausrüstungsslots zum Speichern gemacht haben. Dort kann man dann einfach seine aktuelle Ausrüstung inklusive Tränke, Runen und Co. speichern, sodass man mit einem Klick das Equipment wechselt. Die Attribute müsst ihr leider immer noch selber neu verteilen. Gleichzeitig gibt es jetzt auch Raid-Gruppen. Das ist wirklich so nice für Elite-Kisten-Runs oder auch den neuen Wurm-Raid. Das heißt, 20 Leute können in einer Gruppe sein, das sichert vor allem den Drop bei den ganzen Gegnern, die die große Gruppe besiegt. Der Wurm-Raid ist übrigens der erste 20-Mann-Raid, wo man sehr koordiniert und mit ausgearbeiteter Taktik vorgehen muss. Es ist wirklich nicht einfach, das soll es aber auch nicht sein. Und das muss für euch auch nicht das unbedingt erste Ziel sein. Kommt ruhig erstmal wieder ins Spiel, schaut, ob ihr Spaß habt, aber das sind so Themen, da kann man sich dann auch im PvE-Erlebnis am Ende weit nach oben erarbeiten. Im Bereich PvP gibt es jetzt leider nur ein paar wenige Änderungen. Das heißt, ihr könnt wie gewohnt OPR und Arena spielen und in der Arena gibt es mittlerweile auch eine zweite Map, die sich mit der ersten abwechselt. Die größte Neuerung wird aber das neue Einflusssystem sein, über das Kriege generiert werden. Die Hoffnung ist, dass man mit täglichem Open World PvP mehr Content erhält und vor allem auch mehr Abwechslung. Das heißt, jeden Abend wird es mehrere dieser Einflussrennen geben, in dem sich in dem jeweiligen Gebiet um mehrere Stützpunkte gekloppt wird. Das soll so ein bisschen auch das PvP-Questen außer Kraft setzen, also es ist natürlich immer noch sinnvoll und wird immer noch gemacht werden, aber diese Stützpunkte sind dafür einfach sehr, sehr wichtig und werden auch deutlich mehr Einfluss generieren. Schaut euch aber sonst dazu auch gerne nochmal das detaillierte Video an auf meinem Kanal. Das gibt euch auf jeden Fall mehr Einblick und auch nochmal ein bisschen mehr Details dazu. Es gibt jetzt also einige Anpassungen und Änderungen, die in den letzten Monaten passiert sind. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr das Ganze seht und ob ihr als Wiederkehrer schon Bock auf das Game und das Update habt. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt schon mal einen guten Überblick geben. Lasst gerne einen Like auf dem Video da, denn damit könnt ihr mich super gut unterstützen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und haut rein.